the Konami code. Up, down, down, left, right, left, right, left, right, left, right. BA Select Star, BA Select. Jo, hallo und herzlich willkommen zurück. Für uns war es halt eine kleine Pause für euch. Wahrscheinlich ein, zwei Tage oder so, kein Plan. Und ja, immer noch mit mir und mit Niklas, also mit Leon. Ja, das Projekt eigentlich ausschließlich mit uns beiden laufen. Außer ihr wollt natürlich unbedingt jemand anders sehen, dann könnt ihr da bestimmt was machen. Ja, dann können wir vielleicht ein paar Leute reinholen, die irgendwie. Ist das Löwenzahn, das Gelbe? Was? Hier ist ernsthaft? Nee. Doch. What the fuck? Lass mal wieder wegwerfen. Warum? Das sieht, was zur Hölle? Das ist überhaupt kein Löwenzahn. Voll hässlich, Alter. Voll hässlich, Alter. Voll hässlich. Guck mal. Oh. Ist er mir gestorben, oder? Nö. Oh, warte kurz. Was los? Oh Mann, ich denke immer, man kann über diese Zäune drüber hüpfen, aber das geht halt nicht. Geht aber nicht. Das geht doch nicht. Ah, soll ich das hier noch zumachen? Nein. Weil wegen Koppelfarm. Achso, okay. Dann will ich mit dem Host weiterarbeiten einfach, oder? Ja, du musst deine Holzseite selbst gestalten, weil glaube ich gestalten. Holzseite? Ja. Gestaltungstechnik. Einfach mal den Turm hochbauen. Mit 6. Nein, aber ich würde es schon schöner machen, so mit Reinholz zum Beispiel, mit richtigen Holzstämmen, so wie da. Ja, ja. Dann ja. Daneben dazwischen drin. Also hier zum Beispiel hier so eine Stange. Hier jetzt in der Mitte zum Beispiel immer eine nehmen oder an den Rändern. Halt außen die zwei, warte. Ja, hier oder außen. Ja, das sieht glaube ich sogar scheiße aus. Obwohl, es würde sogar gehen, glaube ich. Ja, wenn man dann hier wieder normal macht. Also hier normales Holz und hier ja, dann... Ja, probier es halt selbst mal. Muss dir ja gefallen, nicht mir. Natürlich. Und den Zuschauern. Und den Zuschauern natürlich. Wenn nicht, müssen wir alles abreißen. Genau, so sieht's aus. Boah, hier gibt es ordentlich schön Holz hier. Oh Gott. Ich glaube, das ist kein... Jo, das wird jetzt wieder mega spannend, Leute. Ja, also, beim Hausbau ist wirklich eigentlich interessant, aber wenn er die ganze Zeit Holz farmt... Ja, das nicht. Ja, ihr könnt ja vorspulen. Genau. Das wird zwar jetzt wahrscheinlich die nächsten 5 Parts dauern, aber... Nein. Nein, aber das Hausbauen geht ja und wir unterhalten sie auch ein bisschen von daher. Ja genau, wir reißen ein paar behinderte Witze, die einfach nicht lustig sind und... Ich find's so lustig. Zum Beispiel den Witz, warum fällt es einer Frau so schwer aus der Küche zu kommen? Ach komm, lassen wir das jetzt mal. Okay, lassen wir das. Wir haben nichts gegen Frauen. Solange sie in der Küche sind. Hä? Solange sie in der Küche sind. Oh Gott. Wir haben echt nichts gegen die. Wir haben echt nichts gegen die, da ist ja Junge gegen die. Also ich habe eine Freundin so. Das Internet weiß Bescheid. Ich weiß nicht, ob deine Freundin das so gut findet. Mal gucken, hier ist eine Fledermaus bei mir. Oh mein Gott, ich habe aus Versehen noch. Boah, ich hätte am besten den Timber-Mod installieren müssen. Baut man unten so ein Ding ab. Ja, das hätten wir echt installieren sollen. Wie bei Hexit. Das ist Street Capitator. Ja, ist das bei Hexit nicht schon drin? Bei Hexit ist das Street Capitator, der Mod. Achso. Der Unterschied ist, dass bei den anderen die Durability abgezogen wird und bei dir wird nur der Schlag abgezogen. Das heißt, das andere ist nur ein bisschen Cheaten, also ein Timber-Mod. Cheater! Ja, habt ihr euch schon mal ein Thema überlegt? Nein, Scherz. Ihr hattet genau 1,5 Stunden Zeit, obwohl ja, wenn man manchmal Ich habe irgendwie das Gefühl, wir reden zu viel mit den Zuschauern. Ja, gell. Warum? Wir sind behindert. Warum reden wir eigentlich so viel mit euch, hä? Ihr seid alle scheiße. De-abo. So, jetzt muss ich mir erstmal eine neue... Und ich würde auch nochmal betonen, das ist ein temporäres Projekt. Ja. Falls jemand nicht weiß, was temporär bedeutet, soll ein Strick nehmen und sich erhängen. Ey, was heißt das denn? Okay, warte, ich hol mal einen Strick. Da kommt die Erleuchtung auf eine andere Art. Erstmal Sticks. Verlierst du noch Hunger?
Achte mal drauf. Wir spielen außerdem wieder auf Schwierigkeitsgrad peaceful, weil ihr einfach keinen Bock habt die ganze Zeit von irgendwelchen Viechern. Wir sind peaceful. Peace, Leute, peace. Peace, Leute. Hey, yo! Peace! Ich bin... I'm against war. Mein bestes Englisch, Mann. I'm against war, bitch. Hey, hier ist ein Apfel. Oh. Oh, verdammt! Just got an apple. Oh! Oh! Das war richtig geil bei mir gerade. Guck, da ist so ein Hühnchen. Ich hatte die ganze Zeit sind die Hühnchen bei mir rausgeflattert und auf einmal. Ich komme mal zu dir. Ja, damit die Zuschauer es auch sehen. Flattern die einfach nach oben raus? Nein, das können die gar nicht. Ich habe dafür das mit einbezogen. Der Witz bei der Sache war genau, da siehst du ein anderes, krasses Leben. Ist das schon draußen oder hängt das noch in der Wand? Nein, es ist draußen. Oh. Und guck, und die anderen zwei stehen da einfach. Also ich habe die anderen so abgeschmissen. Ja genau, geh nochmal rein. Geh wieder rein mit dir. Genau das haben die anderen gemacht. Die anderen sind rausgeflogen, weil ich die mit Eiern abgeworfen habe. Dann kriegen die Schaden und fliegen wieder hoch. Die sind alle rausgekommen von den Kleinen. Die sind dann alle danach wieder reingerannt. Komm. Hau doch, schau's einfach rein. Nein, ich mach's. Alter, hau mich doch nicht. Na, das ist wieder drin. Nein. Ja doch. Das ist da reingegangen, 100%. Man sieht's in der Aufnahme, ich hab Videobeweis. Videobeweis. Hör auf zu diskutieren. Die können ja durch. Tatsache. Tatsache. Juckt. Oh cool, unsere ersten Kürbisse sind gewachsen. Oder ich glaube, ich überlege, ob ich nach der Aufnahme die Mod reinmache. Ja, das müssen wir beide Mod installieren, glaube ich, damit das funktioniert. Ich habe eigentlich keinen Bock, Mods zu installieren, das ist immer so umständlich. Das ist das Geile bei Hexit. Da geht's so schön einfach. Da hat Tourette. Was? Du hast Tourette? Nein. Immer so. Immer schön abonnieren, fotzen. Immer schön die Abonnenten beleidigen. Hashtag Abonnenten beleidigen. Nein. Oh nein, bitte fang nicht wieder damit an. Ich fang auch nicht damit an, okay? Okay. Ja, wir haben gerade eben so richtig schön nice Sushi gegessen. Yeah. Ja, richtig geil. Schreibt euer Lieblingsessen in die Kommentare. Alter, wir können bei denen bald einen Lebenslauf schreiben und so weiter. Ja genau, schreibt einfach mal Lebenslauf in die Kommentare. Na komm, falls es euch zu öffentlich ist, dann schickt uns eine PN. Genau. Oh Mann, wir sind schon behindert und mein Handy vibriert. In meiner Hosentasche. Und du bist geil. Oh ja, das ist doch geil. Okay, lassen wir das. Ich fand das heute so geil, unser Musiklehrer einfach, wir sind so vorne bei dem, reden so mit dem und dann einfach Magnus fragt ihn einfach eiskalt, holen sie sich Watch Dogs? Und der dann so, ja natürlich. Ey, einfach so der Killer. Und dann so, geil. Und dann so, ja, das finden wir echt voll cool und so, ja ist doch normal, man, wer holt sich das nicht, das Spiel ist voll geil. Alter, Hashtag besser Musiklehrer, nein. Alter, der Lehrer ist wirklich ein Barber, der ist richtig geil. Echt, Mann. Vielleicht holen wir den mal in eins unserer Videos. Ey, weißt du, wollen Sie mal mit uns aufnehmen? Haben Sie Minecraft? Ich glaube, Minecraft ist zu Mainstream. Das wäre so lustig, wenn er einfach eigentlich mal mitmachen würde. Eigentlich könnte ich mal wieder eine Jacke anziehen. Ha? Eigentlich wird mir gerade ein bisschen kühl. Gar ein Apple, ich glaube, ich verliere keinen Hunger. Gut. Und ich lade ihn wieder auf. Wie ich erst mal mit dem Apfel schlage. Aber ich bin eigentlich... Ich könnte uns eigentlich ins Bett legen, gell? Danach muss ich jetzt... Ja, mach ich... Ja, komm. ich glaube, nach der Aufnahme lösche ich erstmal schon mal... Weil das erste 16 bis 17 Minuten Part ist schon durchgerendert und wahrscheinlich lösche ich jetzt erstmal die Fraps-Aufnahmen nach der Aufnahme, deswegen... Ja, wir haben ein bisschen Sorge, weil wir das ja ziemlich ein Stück aufnehmen, dass der Festplattenspeicher gerade voll geht. Genau. Das würde mich mal ein bisschen praktischer, wenn es ein bisschen weniger wäre. Bakalayu, komm hier auf. Wer es versteht, schreibt es in die Kommentare. Und es geht weiter mit dem Fahren. Und das ist kein Insider. Ja. Mhm. Jeder, der Naruto guckt, weiß es. Jetzt gucken sie alle, ja, wie Naruto die ganze Zeit. Was ist das? Ich will es verstehen.
Das wäre so lustig. Das wäre so geil. Soll ich mal meine Tuttle-Imitation bringen? Ja, komm. Ja, wir haben Tuttle geschafft, unsere Aufnahmen zu bringen. Ja, genau, der ist heute einfach mal mit dabei. Es kommt so ein Kommentar. Wer ist Tuttle? Wer Tuttle nicht kennt, schämt euch und geht euch erhängen. Das ist kein Aufruf. Nur um nochmal die YouTube-Richtung genau. zu lernen. Das ist einfach nur ein Angebot. Ein Angebot, das ist ein Vorschlag. Ja, genau. Ich gucke in letzter Zeit einfach so viel Tuttle, dass ich einfach aus Reflex einfach in diese Tuttle-Imitation verfalle. Das ist voll schrecklich. Ich fange da immer so zwischendrin so an zu reden wie der. Das ist so. Oh, ich habe Eisen gefunden. Wenn du das Video siehst, bitte supporte unseren Channel, Scherz. Boah, das ist echt ziemlich angenehm. Ich weiß auch Supporting, Mann. Hauptsache wir können zocken. Wow! Oh, ich bin fast hier runtergefallen. Oh, du nimmst sogar die skitterhafte Technik. Ich bin beeindruckt von dir. Ja, für mich, ne? Okay, jetzt das war jetzt fast nicht skitterhaft gewesen, was ich gerade gemacht habe. Willst du noch ein bisschen Ingwer? Oh nein, jetzt ist meine Axt kaputt. Erstmal die ganzen Bäume hier ab. Ich kann Ingwer nicht mehr sehen, seitdem ich die Abschlusspräsentation über Marco Polo gehalten habe und dann genau erklären musste, woher Ingwer kommt und so eine Kacke. Alter, das ist ja mal gar nicht machen, Garten, oder? Hä? Das musstest du eine Abschlusspräsentation machen? Ja. Natürlich! Nein, weil du ja gewechselt bist. Ja und? Trotzdem. Was hast du gemacht? Im Sport hat dich über Surfen gehalten. Okay. Läuft bei mir, ne? Irgendwie sieht das unsymmetrisch aus. Guck mal. Ein bisschen. Okay, jetzt mache ich einfach mal direkt zwei Spitzhacken. Spitzhacken. Ich habe auch noch eine Axt, ich hätte eine geben können. Ich gehe jetzt erstmal kotzen. Ich würde immer so ein bisschen bauen, damit die Zuschauer nicht zu sehr gelangweilt sind. Die stimmt sind. Eigentlich. Ja. Zu Recht. Dann spuren sie immer so vor, bis zur Stelle, wo sie bauen sehen, weil sie Hoffnung haben, dass fertig gebaut. Und dann ist einfach jedes Mal eiskalt. Das ist nicht der Fall. Oh, scheiße, das war schon fair. Ach, ich habe wieder F3 in H gedrückt, anscheinend. Mit F3 in H, wenn ihr das drückt, dann könnt ihr sehen, wie viele Schläge euer Werkzeug noch hält. Krasse Sache. Echt? Ich weiß ich selbst nicht. Wenn du F3 und B drückst, kannst du die Hitbox haben. Das kannten wir schon, ja. Das hab ich dir schon mal gesagt, glaube ich. Das kann gut sein. Das hast du mittlerweile wahrscheinlich wieder vergessen. Bestimmt. Oh Mann, ich glaube, das langweilt die Zuschauer jetzt erstmal derbe. Insgesamt so alles. Warum? Obwohl, ich glaube, obwohl Hausbahn geht sogar, glaube ich, noch. Ja, gell. Ist mir ernsthaft. Das ist mal ernsthaft. Oh ja. Geil, schreck mal. Wollen wir uns eine Eisengolem irgendwann mal bauen? Nö. Nein, Schatz. Ein Eisengolem? Mhm. Ist halt extrem teuer. Ich muss was bringt uns das denn? Nix, letzte Untreated Mobs für uns die ganze Zeit. Das ist praktisch. Außer... Nee, Spinnen tötet er, außer Creeper, glaube ich. Wie hoch, soll ich denn das ungefähr machen? So dass da dann halt noch eine Brücke, obwohl die Brücke kann ich auch dann einfach niedriger setzen. Inventory Tweaks, ich vermisse. Oh, das sieht echt gut aus. Scheiße. Ja. Nein, ist... Okay. Das habt ihr nicht gesehen. Hier würde ich gerne einen anderen Stein benutzen. Fuck. Jetzt kommen meine Adventure Map Skills. Nein. Oh mein Gott. Aber ich finde Adventure Maps eigentlich auch ziemlich geil. Das kann man auch irgendwann mal machen, ne? Ja. Doch, Adventure Maps ist nice. Survival Adventure Maps gerne, aber sowas nicht. Also so richtiges Wie meinst du das jetzt? Oder online. So online kann man auch mal machen. Halt so irgendwie. Skyblock oder so ein Kack. Ja, Skyblock, klar. Oder Sky Pyramid, das finde ich persönlich sogar besser, falls das einer kennt. Ich kenne auch Sky Jump. Aber ich glaube, das ist eine normale Adventure Map, wo du einfach so rumspringst. Ja. Oh Gott. Fick dich. Okay, dann fange ich jetzt hiermit an. Oh nein! Ich kann das nicht benutzen. Ich habe viel zu viel Holz, ey.
Ja, ich weiß, ich habe einfach viel zu viel davon abgebaut. Scheiße, egal. Das können wir fürs Gasthaus benutzen. Oh ja, genau. Das ist eine gute Idee. Doch, gute Idee.